ausschauen wird. Da habe ich eine leider etwas schlechte Nachricht. Mich hat vorhin gerade oder vielmehr gestern hat ein Zuschauer einen Kommentar geschrieben auf einer der letzten Gassi-TV-Sendungen und die ist, ich müsste es eigentlich fast, ich lese es mal so vor, dass ich es ein bisschen schneller straffe. Also er selber wohnt im Zentrum von Berlin, recht zentral, schreibt er. Und er hat einen weiteren Bekanntenkreis, einen Menschen, der in der Bundestagsverwaltung arbeitet und dort auch einen höheren Posten bekleidet. Und er nennt bewusst nicht das Geschlecht, Dienstgrad und Abteilung, denn sonst könnten eben gewisse Blockwarte hier gleich wieder Nachforschungen anhand von diesen Daten machen und den Personenkreis einengen. Das will er auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall hat er diese Personen am letzten Wochenende getroffen und was da besprochen wurde, hat er jetzt in diesem Kommentar gegeben. Sehr wichtig. Sachstand ist wohl wie folgt. Der Lockdown bis Mitte Juni ist regierungsintern bereits beschlossene Sache, wobei er jetzt nicht weiß, ob Anfang oder Ende Juni gemeint ist. Vermutlich aber wohl Ende Juni. Es wird bis dahin auch mal wieder gewisse Lockerungen geben, dann werden die Zügel wieder angezogen und so weiter. Und der Grund dafür, und das ist das Entscheidende, ich habe auch an anderer Stelle schon darüber gesprochen mit anderen Gästen, ist nicht die grassierende Krankheit, sondern die im September anstehende Bundestagswahl. Sondern es ist zurzeit nämlich so, dass das Insolvenzrecht oder die Insolvenzverordnung weitgehend außer Kraft gesetzt ist. Das bedeutet, dass eigentlich derzeit schon lange insolvente Unternehmen nicht dazu verpflichtet sind, Insolvenz anzumelden, denn Insolvenzverschleppung ist eigentlich eine Straftat. Seit über einem Jahr jetzt Ja, ist die ausgesetzt. und Also das ist wirklich. das ist krass, ja. Und jetzt schreibt er dann weiter, würde der Lockdown jetzt aufgehoben, dann gäbe es auch keinen Grund mehr, die Insolvenzverordnung, insbesondere in Paragraph 15a, weiter ausgesetzt zu halten. Die Folge wäre eine geradezu gigantische Insolvenzwelle. Die Bundesregierung rechnet hier schon im sechsstelligen Bereich, angefangen vom kleinen Einzelunternehmer bis hin zu mittelständischen Firmen. Wir können also davon ausgehen, dass die grassierende Krankheit auch im Juli und August noch eine tödliche Gefahr darstellen wird. Denn sollte kurz vor der Wahl die inzwischen unvermeidliche große Pleitewelle über dieses Land rollen, dann würde das für die Regierungsparteien eine Kernschmelze in der Wahlurne bedeuten, die es unbedingt zu verhindern gilt. Nach der Wahl ist dann alles egal, wenn dann auch Mutti nicht mehr die Diktatorin ist. Und dann sind noch ein paar allgemeine Gedanken hier zu diesen ganzen Politmarionetten und den selbsternannten Qualitätsmedien, dass die uns jetzt natürlich niemals so verkaufen werden und das alles scheibchentaktikmäßig zur Anwendung kommt. Nochmal 2 Wochen Lockdown, dann wieder Lockerung, wieder Lockdown und so weiter. Kennen wir ja mittlerweile schon. Das scheint so wirklich so weiterzugehen. Der Deutsche, diese Vorgehensweise hat sich ja auch seit einem Jahr bestens bewährt. Wenn der anständige Deutsche an sich einen Befehl von oben erhält, dann steht er stramm, schlägt die Hacken zusammen und ruft laut: Jawohl, mein F. Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Es tut mir leid, Robert, und auch alle anderen Leser dieses Kommentars, aber das ist wohl das wahrscheinlichste Szenario, das uns erwarten wird. Alles andere im positiven Sinne wäre eine Überraschung. So, und mal sehen, ob diese Quelle, die er da zitiert, in den nächsten 2 bis 3 Monaten recht hat, weil alles, was er bisher aus dieser Quelle erfahren hat, ist auch so eingetreten. Also, in diesem Sinne, Prostata, schreibt er da mit einem Bierzeichen hinten dran.